Bahn. An der Bahn, ja. An dem regionalen Bus. Oder überregional. An also beiden Sachen. Es steht einmal auf die Bahnlinie zum Flughafen. Ja. Und alles Projekt eigentlich gut damit Flughafen verbinden. Ja. Da spielt ja eigentlich jetzt dieser Bahnstreik euch in die Hände, sage ich mal. Hinter die Bahnlinie schon, wird immer ausreichend. Ja. Ich will sie mal nicht diesen Bahnstreik bewerten. Mhm. Aber wir brauchen einfach diese Verbindung, weil Gotha eigentlich in der Zukunft sind als Vorstadt von Erfurt. Sprich, die Ruhrgebiet oder Rhein-Main-Gebiet ist das alles vernetzt. Ja. Das ist ja auch sein. Ich denke mal, dieses Jahr so viele Fördermöglichkeiten in der EU aus, dass es dumm wäre, wenn man die alten Pläne an der Schublade zieht, wenn man jetzt nur ein bisschen zuarbeitet und so viele Leute jetzt Kontakt hat, könnte ich halten. Nächste Haltestelle. Dass wir jetzt einfach mal die Fördermöglichkeiten schneller sind. Zugang zum Mittelsicherungsmuseum. Und so eine Bahnlinie, diese paar 20 Kilometer bis da. Weil wir da im Auto mal zu mir geben. So, da hätten wir was gekonnt. Und die andere Geschichte, kommt eigentlich mal aus Kroatien. Ja, ich bin auch begeistert. Aber wie gesagt, das ist nur als Begeisterungsamt, das muss man machen. Also nicht nur Fachung, sondern auch politische Mehrheiten finden. Wir sollten auch Ingenieure finden. Die Politiker, wir sind von kleinen eigentlich Bosch, sondern keinen großen Blödsinn machen. Und so wie wir hier, ich sag mal, in den letzten 25 Jahren das eine oder andere richtig und ein oder andere falsch gemacht haben, ist es halt auch nicht aufgelegt. Wir haben halt den Krieg noch zwischendurch, die haben aber geholfen, ein bisschen schneller vermuntert zu werden. Da finden bestimmt Dinge forciert werden, die ein bisschen noch viel zu bequem geworden sind. Das gibt es ja auch nicht. Nächste Haltestelle, Orangerie. Zugang zum Straßenbahn. Das gibt es viele, viele Baustellen. Mein Sohn war in Amerika, in der Zwischenlandung. Und was macht man denn jetzt nicht hier? Das ist schon 8 Jahre früher. Ich habe einfach nicht mehr zurück. Nur einmal auf den Fuß gepasst. Ja, vom Denken her. Das ist eine andere Dimension. Dann sage ich, was sagt mein Großer, vielleicht nicht da, ich bleib hier. Wir schwimmen parallel, sage ich mal, das ist ein bisschen Wasser. Der ist Informatiker, aber ich denke mal, es geht dann mehr auch so, also die Filmbranche. Da hat zu viele Talente. Da hat er auch gedacht, wie Kumpel werden können, wenn wir so die Welt rausziehen. Da hat er eine Freundin, eine Amerikanerin, die ist Lehrerin und Musical-Autorin und Produzentin. Und die lebt einfach an der Westküste und er lebt ja an der Westküste. Das wollte ich mal zusammenziehen. Sie haben halt ja, die Welt halt blöd. Ja, wollte ich mal sagen, was sind da so Kilometer? Da haben wir jetzt aber dieses Projekt dieses Jahr zusammen zu führen, was ich nach San Francisco hatte. Und da gehe ich gleich mal zuvor als Hilfe, sage ich mal, den Umzug zu organisieren. Wird man da auch Film drüber drehen. Und ja, in der Zwischenzeit passieren hier ein paar Dinge, die ich nicht versuche mal anzuschieben. Aber ich sage Leute, mehr wie anschieben kann ich auch nicht. Ne? Kann ich keine Gelddruckmaschine erfinden, braucht man auch gar nicht. Es ist genügend Geld da eigentlich, um das zu realisieren. Und habe ich an sich versucht zu initiieren, sagen wir könnten eine Aktiengesellschaft hier in Gotha, eine Bürgeraktiengesellschaft, wo das Geld, was eigentlich auf der Sparkasse und solche Kleinsparer ist. Ob die jetzt an der Börse irgendwas verzocken, das ist halt böse, oder wirklich in die Infrastruktur investieren, in den Kleinsparer, ich sag mal, wenn sie keine Inflationsverluste haben, sondern Plus minus null, was haben sie immer noch, sie können, dann haben die regionale Infrastruktur. Ne? In vielen Bereichen schon. Genau. Von Genossenschaften. Aber wir sind aber nicht so weit. Wir sind noch nicht so weit. Fehlt, keine Ahnung, wie viel noch fehlt. Ohne den Hans Roder zum Beispiel, die da und die Europa, das wäre einfach, das würde eine Freiwirtschaft versorgen. Jeder Bürger müsste eine Bauzahl zahlen. Wir wären letztlich am Kurs. Das ist das immer viel zu das ist unser Problem, dass wir wirklich technisch so hochgerüstet sind und auch netztechnisch für alle Sachen, aber jeder will damit Geld verdienen.
Ne? Kommen Sie an, von Ländern, wo noch gar nichts da ist, da fangen wir natürlich mit der neuesten Technik an und haben diese ganze alte Schlamassel nicht. Ne? Also, wenn wir unsere Infrastruktur Fernsehen, wir ziehen das alte Funkfernsehen durch, wir haben Kabelfernsehen, wir haben Internetfernsehen, wir haben keine Ahnung, was weiß ich, das ist alles parallel auf die Entwicklung. Ich sage, ich schreibe doch mal eins auf die andere und mach mal eine Sache. Ne? Gotha finde ich wirklich gut, dass hier irgendwelche klugen Köpfe sauer waren und haben die Straßenbahn und die Waldbahn erhalten. Weimar und andere Städte waren ja so schlau, meiner Meinung nach, alles rausgeschmissen. Jetzt ist es ein Programm, solche Städte zu fördern. Jetzt müssen wir Gotha und Erfurt einfach das durch die Schiene zusammen und dann ist es erledigt. Und dann müssen wir hier kein Einkaufszentrum bauen, dann steigen die Leute hier in die Straßenbahn, fahren dort hin, ne, fahren dann in Thüringen Park und in Erfurt kommen wir Gotha, es gibt nicht so Erfurt hierher, da ist viel schöner, viel ruhiger. Die Leute sind eben so mal so. Es ist nur ein Transportproblem. Und wenn wir dann noch mit unserem eigenen Strom, wo wir mittlerweile auch mit Gotha Strom produziert, in diese Bahn rein. Dann haben wir unseren eigenen Strom, unsere eigene Bahn und können sagen, wir sind am Arsch. Das ist auch wieder so ein Nummer als Beispiel. Wir machen Weiterbildung in Erfurt bei der EWAG. Die EWAG ist praktisch Handwerkstoff. Die EWAG hat den öffentlichen Nahverkehr inklusive Energieversorger aus einem Bus. Die stellen in den Ortschaft Holz die ganz normalen Systeme mit Solarzellen gedeckt. Wir produzieren im Prinzip für die Bahn auch Strom, mit dem wir diesen Bremsstrom durchschweißen. Wenn es reinkommt, wenn er bestimmt wieder Telefon verwehrt, wieder mal unterschiedlich. Wenn alle Körper zum Arbeiten, würde ich gerne machen. Aber wir haben auf der einen Seite die Stadt mit dem Haus. Die machen nicht nach der Stelle. Die Bürger machen nicht nach der Straße. Ich gieße alle drei nicht in den Rhein. Jeder kocht sein Hübschen und nichts was zusammen. Genau, das ist mit dem Geld, was wir jetzt eben angesprochen haben. Wir waren in Bayern gewesen, in ein paar Jahren oder sowas. In der Region Chiemsee, da auch in Chiemsee. Jetzt ist eine ganz tolle Idee. Es gibt in Deutschland ca. 60 Euro-Währung zu dem Euro. Ja. So, man gibt zum Beispiel in dieser Region Chiemgau, das ist ein Chiemgau. So, da kriegt man zum Beispiel als Angestellter irgendwo ein Drittel seines Lohns in Chiemgau. Ja. Und jetzt kommt genau das Problem. Der Chiemgau ist kein Problem, sondern eine Lösung. Der Chiemgau hat als Beispiel eine Wertigkeit von 1:1. Das hat für lokale Produkte gedacht, für Dienstleistungen, Produkte. Wie sich an diesen Ring geteilt, ja. Die, sagen wir mal, die Autowerkstatt, ja. Das Kino, der Friseur, der Bäcker. Regionalwährung halt, ne? Ja. Also, jeder sagt sich, was dafür ist das Geld gedacht. Richtig. So, ich gebe mein Geld aus, sonst ist es wertlos. Ja. Und letztendlich diese ganze Geschichte des Zinsrubbers, ja. diese Wertschöpfung über die Zinsen, ist ja niemals erbracht auf eine Leistung. Richtig. Ja. Ja. Das ist so ist doch eine Besatzung, ja. Aus dem Chiemgauer, ich gehe mit meiner Familie in Essen, ich gehe zum Kalkhaus, ich nehme das Geld dafür, was es da ist, gebe es da aus. Richtig. Ja. Und ich habe es auch hochgebracht, ich will spekulieren, weil ich da eine Energie benutze. Es gibt viele Seriöse, die behaupten, 2017 bricht in Frankreich irgendwas zusammen, dann kippt der ganze Euro um, dann die Bank kann aussteigen, das Euro-System. So. Es gibt so viele ernstzunehmende Leute, also es ist nicht politische Schamfarben, die sagen, der Euro war eine politische Entscheidung, aber eigentlich, das war nicht nur das. Es war einfach eine von der Wirtschaft aus diktierte, wie soll ich sagen, Botschaft. Es geht hier letztendlich nur um wirtschaftliche Interessen. Das
geht gar nicht um der alte Kanzler Kohl hat gesagt, ich bin derjenige, der den Euro eingeführt hat. Letztendlich waren das wirtschaftliche Interessen. Dass die unterschiedlichen Währungen, irgendwie den Schwanken und so weiter, dass die eine Basis haben. Normalerweise, wenn ich eine Europäische Union gründe, fange ich an mit der Sicherheit. Sag ich das auf, nicht mit den Finanzen, das kommt als allerletztes. Zuerst kommt die Sicherheit. Das heißt also, dass die Polizei länderübergreifend agieren kann, dass wir ein einheitliches Strafrecht haben, Gesetze dazu. Dann als Beispiel. Als nächstes könnte ich sagen, wie gesagt, die Sicherheit, könnte ich dann sagen, die Bildung. Dass ich sage, pass auf, wenn du den Bachelor Türen gemacht hast, da wird von irgendwann ganz am Ende, wenn diese Europäische Union in ein einheitliches Kulturgebilde ist, mit einem einheitlichen Gesetz geht, dass ich sage, pass auf, das Strafrecht, was nicht alles noch. Wenn das alles geschehen ist, wenn uns angenähert wird, dann machen die Finanzen. Aber nicht, dass die Affen Finanzen machen, weil es wirtschaftliche Interessen sind. Die werden den Zechen zum Schluss bezahlt. Das ist die haben genau. Es geht im Prinzip immer um die Interessen der Wirtschaft. Das ist eine große Finanzen. Und das hier ist zwar nicht, dass der Euro das anspricht, weil es einfach wirtschaftliche Interessen sind. Nächste Haltestelle. Kein Thema. Also ich fahre da runter, stecke meine Karte in den Automat, und kriege die Kuna. So. Und die können ihren Kurs und ihr selber bestimmen und das ist alles so realer. Und sie haben auch erkannt, also die ganzen großen Märkte, was wir alles haben, ist ja auch alles da. Das sind so blöd, die Kuna haben alles kaputt gemacht, weil es eine eigene Kultur ist. Wir haben eigene Märkte, die wir gar nicht kennen, die wir selber einkaufen, die wir für eigene Produkte anbieten, die wir dann weniger im Preis auch vergeben können. Wir haben im Saisongeschäft einigermaßen die arbeiten im Sommer im Tourismus und zu Hause. Kinder kommen auch nach Hause hoch und Kinder, das ist eigentlich ein Problem. Und die leben trotz alledem zufriedener als wir. Wir haben weniger Geld als im Petro, aber mit viel mehr Lebensqualität. Genau. Das größte Buch, das der Mensch auf diesem Sinn. Auf jeden Fall, ne? Gut, ja. Tschüss.